Der soll mal nicht mehr cutten hier. Ist das jetzt für den auch übertragen? Nee, der darf cutten, wenn es mehr will. Guck mal, wir sind wieder erwachsen geworden hier. Bauen die bitte jetzt hier. Ah, guck mal, da ist jemand, der hat was gebracht. Da ist noch jemand. Schön, schön, es geht doch voran. Ich hatte schon die Hoffnung verloren. Ja, wenn wir die Schule haben, wird es leider auch ein bisschen länger dauern, bis die Leute dann sozusagen erwachsen und ins arbeitsfähige Alter kommen. Allerdings wird es sich dann auch lohnen. Also einige von den älteren Herrschaften hier, wie zum Beispiel Mori und so und Yolani und sowas, die sind auch schon ausgebildet, also die arbeiten auch besser, aber wir müssen halt jetzt auch für den Nachwuchs langsamer sorgen. Wir werden eine Generation haben, die echt scheiße ist, wenn die Alten sterben. So, jetzt ist hier wieder Erntetime. Was ist hier mit der Schule, Leute? Komm mal, wenn die hier hinten die ganze Zeit nur am Rumackern sind, das gefällt mir überhaupt nicht. Hört auf, das hier alles wegzumachen und kümmert euch gefälligst um die wichtigen Sachen. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht die Priorität auf die Gebäude gelegt haben, sondern, ne? Jetzt werden die wahrscheinlich alle hier rüber pilgern. Okay, mal gucken, ob die anderen Pilger kommen. Ja, guck mal hier. Was macht der hier? Hab ich noch irgendwas übersehen? Jetzt bauen aber ruckzuck hier die Schule. Wenn nicht, dann setzt was. Ja, siehst du, geht doch. Dödeln die erstmal hier rum. Komm, ich baue nochmal hier so ein Häusle. Hier so voll die Dschungelmusik. Jetzt stehen die hier alle rum. Na ja, klar, ich habe jetzt auch hier zwei Farmer. Die leben auf dem Land und melken Kühe. Und kriegen keine Frau. Nee, also die dürfen jetzt erstmal alle hier hinschleppen. Wenn die das gemacht haben, dürfen die wieder nach dahin. Achso, zwei darf bleiben. So. Jetzt dürfen die hier wieder hin und ackern. Ich mache diesmal nicht so viel. Oh, das war ein bisschen wenig. So, jetzt pilgert man nach da hinten, ihr kleinen Schweinchen. Der Jäger, der muss jetzt erstmal, der Förster muss jetzt erstmal warten, bis hier ein bisschen nachgewachsen ist. Er kann ja nicht so sorglos mit dem Wald da umgehen. Das geht ja mal nicht. So. Ja, das Haus ist fertig gebaut. Die Ivana und der Cayman sind da eingezogen. Keyman. Er hat die Keysman. Oder hat er den Keysman? Egal. Mädchen, was ausziehen kann. Haben wir noch Jungs? Wir haben leider gerade keine Jungs im auszugsfähigen Alter. Aber die haben Nachwuchs bekommen, das ist schön. Ja, leider keine Kerle, die ausziehen können. Hier stellen wir mal eben einen Teacher ein. Teacher, leave the kids alone. Okay, die mache ich auch mal wieder hin, damit ich das nicht gleich vergesse. Dann kann ich vielleicht anfangen, hier schon den Steinbruch hinzumauern.
Ja, Problem ist, ich will da oben vielleicht noch einen Weg lang führen. Ja, doch, ist okay. Ich brauche 3 Bilder. So ein Steinbruch braucht auch echt lange. Braucht 15 Leute oder so, habe ich gehört. Jetzt auch erstmal alles weghauen. 3 von 35 haben die gerade, jetzt wachsen ja auch noch Bäume nach. Ich bin ja hier. Highest priority on this place. Please just do the iron first. Thank you, madam. Great, great job. Aber unser Essen ist nicht mehr so viel, wie es am Anfang war. Wir haben ja noch frühen Winter und wir hatten auch mal über 2000. Muss man sich mal reinziehen. Vielleicht sollten wir bald noch eine zweite Fischerhütte. Oder so, ne? Jetzt hauen die hier erstmal das ganze Eisen weg. Ja, die hat es natürlich aus der Reihe. Die Frau, die nimmt gleich alles Eisen mit und dann zerhackt die noch mit den ganzen Eisen auf dem Schoß einen Stein. Guck mal, das ist mal episch, ne? Hier die Frauen, voll Frauenpower. Und der, guck mal, der kümmert sich auch um den Kleinkram. Die Kinder, die spielen auf den Baustellen rum. Sag mir nicht, das Lager ist voll. Ja, das ist überhaupt nicht voll. Warum bringen die das denn alles nicht rüber? Mannequins, wollt ihr mich verarschen? Jetzt renne ich schon wieder nach hier hinten. Die hier nicht. Räumt das weg. Erst wegräumen, dann dürft ihr weiterspielen. Was ist low? Firewood. Das ist nicht so gut. Aber wir haben ja noch genug Wood, also... Kommen die auch wieder hier rüber und holen sich das ab. Das Kätzchen hat gezuckt auf meinen Schoß. Das ist ein Zuckerkätzchen. Wortspiel. Zucker. Zuckerkätzchen, weißt du? Ja... Wenn die den Platz da oben eh nicht benutzen, dann werde ich den wegmachen, dann mache ich hier einen hin. Weil, ne, müssen die ja nicht über die Brücke rennen, um dann den ganzen Stein da abzuladen. Mache ich mal eben weg. Move. So. Jetzt bauen die hier den Steinbruch. Ja, zukunftsorientiert denken, irgendwann gibt es auch keine Steine mehr in unserer erreichbaren Nähe. Jetzt bringen die alle hier in der Karawane wieder Materialien. So, und jetzt ist wieder das Feuerwood los. Ich muss, glaube ich, einen zweiten Holzhacker dahin bauen. Aber es ist gar nicht schlimm, weil wir haben ja genug Holzzeug und so. Ach, ist das ein schönes Städtchen. Unsere Stadt ist ein ruhiges Dörfchen. Jeder Tag bringt dasselbe nur. Unsere Stadt voller kleiner Leute. Stets poliert und stur. Na, bonjour, 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 bonjour. Da ist der Bäcker wie an jedem Morgen mit seinem roten Hitzestern. So geht's Tag aus Tag ein, seit wir hier trafen ein.
Eine Stadt am Rand der Welt. Morgen. Guten Morgen. Von Schön und das Biest. Genau, jetzt bauen die hier noch so eine Überdachung für den Weg. Falls es regnet, können die sich da unterstellen. Ne, keine Ahnung, wofür das ist. Bauen die mal schneller. Ich weiß, es sind nur 4 Leute. Jetzt hauen die alle ab. Hallo. Ich hab doch alles. Du müsst doch nur anfangen, daran rumzuhämmern. Oder muss die sich noch mit Werkzeug... Da kommt einer. Kommt einer, warte. Muss langsamer machen. Und er sägt. Und der geht wieder weg. Oh mein Gott, da kommt ein nächster. Ne, das ist nur ein Kind. Ein nicht educatedes Kind. Aber es ist glücklich. Keine Ausbildung, aber glücklich. Und hier bauen die Hauptsache, die bauen hier schon los. Schweine. Aber immerhin haben wir 4 Leute übrig. Das ist doch supidupi. Moment. So, jetzt hätte ich fast vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Wie sieht's aus? 20 Leder und 800 Fleisch in der letzten Saison. Der hier, der pflanzt jetzt nur an. Aber sein Wald sieht wieder gut aus, das heißt, der darf jetzt auch wieder cutten. Was ist mit dem hier? Sein Wald sieht super aus. Also ich weiß, verstehe gar nicht, was der andere hat. Wie viel haben die denn gesammelt? Also ich würde mal sagen, dass das eine Menge ist. Das sind hier schon 1000, das sind 2000 Nahrung in einer Saison. 2000, der hier hatte irgendwie 800, sind ungefähr 3000 mal gerundet, ne? Und die hier haben 4000 in einer Saison, ja. Warum ist die Happiness nicht hoch? Wir haben noch eine Kirche. Wie viele Members können da rein? Hat die Kirche auch einen Umkreis? Nö. Solange die Kirche im Dorf steht, ist okay. Übrigens habe ich letztens bemerkt, ich hatte so viele Steine in meinem anderen Dorf und ich bin der Meinung, ich bin echt nicht hier drauf gekommen. Man kann die ja upgraden. Aber ich habe es nicht abgegradet. Das stand aber so ein Steinhaus bei mir. Ja. Da guckt der doof, ne? Was ist hier mit dem Lagerplatz? Den reiße ich jetzt wieder ab, wenn die den nicht benutzen. Da kann der Förster da lieber noch ein bisschen. So. Geht bitte gleich einer hin und reißt es ab. Ja, aber erstmal natürlich das hier fertig bauen und vor allem den Steinbruch fertig bauen. Ach, da arbeiten auch welche. Das ist ja herrlich. Die Kinder spielen auf der Brücke. Hier haben wir auch noch ganz viel Wald zum Abholzen. Also ich finde, meine Stadt sieht gut aus. Was haltet ihr davon? Ach, guck mal, es ist fertig. Jetzt so ein Unterstellstand. So. Guck mal, einen können wir schon reinschicken. Einen einzelnen. Stone Limit. Gar kein Limit. Komm, machen wir mal 400. Erst wenn wir 400 Stein haben, dürfen die aufhören. Was ist hiermit? Das ist jetzt auch fertig. Guck mal, dann kann ich jetzt... Ah, jetzt 3 Leute. Geht der da? Geht der da? Muss ich wieder neue Häuser bauen? Zeig mal. 14-jähriges Mädchen. 16-jähriges Mädchen. Haben wir irgendwo einen Kerl. Hier ist ein 10-jähriger Kerl. Der Rose heißt. Ist okay. Oder verwechsel dich? Ich verwechsel dich doch nicht.
Ja, Annabella ist doch ein Mädchen. Das ist ein Junge. So, hier ist auch noch ein Junge. Der ist Lehrer. Mit 16 Jahren ist er ein Lehrer. Ja, hier ist auch noch ein 10-jähriger Junge gewesen. Dann können wir auch noch ein Häusli bauen. Boah, hier so ein Häusli. Die beiden restlichen, die übrig sind, die gehen dann mal dahin. Wir brauchen ja unbedingt Nachwuchs. Der dann im Steinbruch arbeitet. Wisst ihr was? Vielleicht baue ich auch hier hinten noch so einen Förster hin. Weil hier ist ja schön viel, ne? Aber ist hier ein bisschen abgelegen. Bauen wir den noch so eine Lagerstätte hier hin? Ist auch okay, oder? Ja, aber erstmal brauchen wir wieder neue Bewohner. Und dafür brauchen wir erstmal jetzt, bauen jetzt hier schön das neue Haus. Das beobachten wir jetzt mit akribischen Augen und so. Er sägt da dann rum. 48, 50. Erstmal neue Sachen holen. Ja, guck mal, jetzt geht es ganz, ganz, ganz flott. Mal gucken, wer da einzieht. Brandy und Immanuel. So, dann mal kurz nochmal langsamer. Soll ich noch ein Haus bauen direkt? Ja, komm, na komm. Komm, ich baue noch ein Haus. Was hat hier hin? Boah, es passt sogar noch hier hin. Krass.